Ja, hallo, guten Abend und herzlich willkommen zu unserem 11. Abenteuer. Servus. Tobi, wo geht's hin heute? Wir gehen heute auf den Sonnenstuhl oder auch Sonnenberg genannt. Und was gucken wir uns da Interessantes an? Wir schauen uns heute wieder unerforschte Gräber aus der Jungsteinzeit an, also etwa so 10.000 Jahre alt. Und nein, das ist kein Clickbait, es handelt sich tatsächlich um unerforschte Gräber aus der Jungsteinzeit. Die Wissenschaftler hatten leider bisher keine Zeit, sich damit zu befassen. Deswegen machen es wir jetzt. Und ich würde sagen, jetzt geht's los. Genau, und vielleicht finden wir ja auch tatsächlich ein bisher unerforschtes Grab. Es soll dort oben jede Menge davon geben. Und wenn wir Glück haben, zeigen wir euch heute eins. Richtig. Okay, los geht's. Die Daumen. Auf geht's. Auf geht's. So, wir sind jetzt hier an der Nordnekropole angekommen, also am großen U quasi auf der Karte. Und da führen wir euch jetzt ein bisschen rum und hoffen, wir können irgendwas Tolles entdecken. Ja, los geht's. Los geht's. Ja, das sieht schon heftig aus. Da ist auch wieder eine Spalte, ne? Eingestürzte sein, ne? Ja, das könnten eingestürzte Keien hier sein. Ist alles möglich. Du musst die Augen offen halten. Da sind zwischendrin aber immer wieder so riesengroße Felsbrocken, ne? Schau mal da. Ja. Immer wieder, also in bestimmten Abständen sind immer wieder diese großen Felsbrocken. Das stimmt. Da auch wieder. Riesengroß. Hier sind die kleinen. Ja. Und da waren auch nur ein paar dünne Platten. An den Eingängen und vielleicht sind bei den anderen vielleicht auch noch so richtig dicke Postkrümmer. Also ich finde das hier zum Beispiel sieht verdächtig nach einer Platte aus. Sieht auch verdächtig aus, finde ich. Surreale Umgebung. Nur der Schnee, der versaut es ein bisschen. Da merkt man dann schon wieder, dass man nicht in Südamerika ist. Das sieht auch dubios aus. Schön wäre halt, wenn wir noch einen Kain finden würden. Also ich habe gelesen im Internet, dass die wohl hier an dem Teil des U's später das Ganze für Steinbruchtätigkeiten genutzt haben. Dementsprechend wurde hier wohl auch schon viel zerstört. Ich meine, das sieht schon aus wie ein moderner gehauener Stein, oder? Ich sitze hier jetzt in einem sehr verschütteten Ganggrab, wo unseres Wissens nach noch keiner reingegangen ist. Es hat sich hier noch keiner reingetraut, denn das Ganze ist sehr verschüttet. Ich hoffe, das erkennt man hier etwas. Also da kommen schon die Steinplatten von oben runter. Und ich kann auch noch mal kurz den Eingang filmen. Der wäre hier so. Das ist sehr niedrig. Das sehen wir aber gleich von draußen noch mal besser. Und jetzt sehen wir hier zwei interessante Dinge. Zum einen ging es natürlich hier hinten weiter, also ganz klar. Ich hoffe, man kriegt das ordentlich drauf. Ich beleuchte das noch mal besser. Also hier hinter ging es quasi weiter. Jetzt schauen wir mal, ob wir da hinten reinkommen und was sehen. Was sehen wir da? Und das zweite Interessante. Das ist dann hier. Und hier sieht man auch ganz deutlich, dass es runterging. Also hier war noch ein Weg nach unten, wo man sich ja immer nicht sicher ist. Die waren nicht alle flach. Hier ging es weiter runter. Ja, und jetzt mache ich mich mal wieder auf den Weg hier raus. Herzlich willkommen in der Nordnekropole. Die Nordnekropole besteht im Gegensatz zur Südnekropole aus einem riesigen Monument in U-Form.
Die Südnekropole zeigen wir euch dann noch. Und das Ganze hier ist als Naturdenkmal geschützt. Auf der Rückseite der Nordnekropole sind noch gut erhaltene Gänge auf ca. 80 Meter Länge auf beiden Seiten des breiten Ganges. Und die Steinverarbeitung war ziemlich schwer hier in diesem Steinbruch. Und deswegen ist es wahrscheinlich auch alles noch so gut erhalten und nicht davon gekommen oder weggekommen. Genau, ist hier nicht so gut zugänglich einfach wie die anderen Gebiete. Ja. Die U-Form dieses Monuments hier hat eine Größe von 175 auf 50 Meter. Und der Gang in der Mitte ist 10 Meter breit. Und die Leute von megalithpyramiden.de meinen, dass dort eben Felsplatten oben drauf lagen, die das Ganze quasi geschlossen haben und in der Mitte dann vielleicht Stützpfeiler. Das glauben wir nicht. Wir glauben, dass wirklich außenrum nur diese Hügelgräber führten und es halt in Form eines Us errichtet wurde. Und die meinen eben, das Ganze sei vergleichbar mit einer sogenannten Allée Couvert aus der Bretagne in Frankreich. Ähnliche Formationen wie hier kennt man auch vom Ringwall auf dem Odilienberg im Elsass. Und ja, im Westgang, in dem wir vorhin waren, wurde ein Portal vermutet, das wir gefunden haben und der Tobi vorhin auch reingekrochen ist. Genau, da war ich drin. Ja, und total cool und haben wir auch relativ schnell gefunden, ja, weil wir mussten dem Jäger ausweichen und sind dann einen Gang weiter. Genau. Haben es dann direkt vor der Nase gehabt. Ja. Ja, war richtig cool, also, ne? Seht ihr ja dann. Und einzigartige Bilder, also das hat so eben noch keiner gefilmt. Das sind wir wirklich die Ersten gewesen. Und vielleicht kann damit ja einer von den großen Keimforschern was anfangen. Wer weiß. Werden wir sehen. Hier handelt es sich also um ein neolithisches Monument aus der Jungsteinzeit mit einem Alter von ca. 10.000 Jahren. Und am Ostflügel wurden auch wieder Steine geplündert und daher sieht es auch nicht mehr ganz so toll aus unten. Ja, genau. Und diese Steine, die hat man in ganz Deutschland verwendet. Das ist also hier ein sehr, sehr berühmter Steinbruch. Und zu nennen wäre da das Rathaus in Berlin, das neue Rathaus in Leipzig, das Berliner Olympiastadion, das Nürnberger Theater, die Festung Marienberg und der Maschikuliturm. Das waren jetzt mal so 6 Beispiele. Die haben hier also alles vernichtet, einfach alles zerstört und es für Gebäude in ganz Deutschland verwendet. Wer weiß, wie groß diese Strukturen wirklich mal waren. Jetzt haben wir ja leider nur diesen einen Keim gefunden und keine neuen, die jetzt noch gar nicht bekannt waren. Und wir schauen uns jetzt noch die Südnekropole an. Dann nehmen wir euch jetzt mit. Los geht's. Vielleicht finden wir da ja was. Ja, hallo. Wir sind jetzt hier mitten im Wald an der Südnekropole. Das Wetter ist richtig krass. Uns hat ein Schneesturm erreicht. Wir sind komplett nass. Es ist dunkel. Wir sehen kaum was. Und ja, wir haben nicht mehr so die Hoffnung, dass wir noch das Hügelgrab finden hier, das eventuell hier versteckt liegt. Aber wir geben unser Bestes. Wir geben noch nicht auf. Wir haben kurz vor 3 Uhr nachts. Aber wir probieren das jetzt einfach mal weiter und wir nehmen euch mit. Durch den Wald. Das sieht hier recht abenteuerlich aus. Okay. Wie geht's? Wie gefällt's dir hier, Alex? Super. Super. Okay. Vor allem habe ich noch meine Turnschuhe an. Ne? Ich kann deine Turnschuhe vielleicht mal kurz filmen, Alex. Schauen wir uns doch deine Turnschuhe mal an. Wie sind die denn so? Mit der besten Sohle für den Wald, ne? Ja. Meine sind aber auch ziemlich nass. Also da ist nichts mehr mit Imprägnierung. Ja. Okay, und dann gehen wir jetzt einfach mal durch den Wald. Richtig. Was haben wir denn da so? Warum ist das da alles so? Was ist hier vorne? Da muss was drunter sein, so wie bei dem anderen. Wo, ja, du, wo du drin warst, ja, war ja oben in dem Loch auch so. Also warte mal. Ja, ich das? Ja, ja. Ich dachte hier irgendwie jetzt in der Wildschwein. Hier riecht es ein bisschen komisch, ne? Das ist ja nicht mal eine Mauer. Ich habe hier eine fette Mauer. Mauer? Ja. Ist wahrscheinlich auch komplett natürlich entstanden, die Mauer. Würden unsere Archäologenfreunde sagen. Ist natürlich völliger Quark.
sieht aus, als wäre das hier mal eingefallen. Wir haben uns hier so ein bisschen verlaufen im Urwald. Alter! Nee, fast, Alter. Komm mal, komm vorbei. Der Weg. Wir haben endlich einen Weg. Jetzt müssen wir da aber auch wieder runter. Hier, hier, alles voller Dornen. Und dann rutscht der in so ein Ding rein und dann. Oh Gott. Das ist ja noch schlimmer als der zweite. Nein, ich bin ohne Stock. Ich schaff das. Yeah. So, hallo. Wir brechen die Kainsuche in der Südnekropole jetzt vorerst ab. Die Witterung ist einfach zu schlecht, es ist stockfinster. Wir haben das ganze Gebiet abgesucht, im Schnee, sind ständig gerutscht. Klatschnass. Klatschnass und es ist einfach nicht mehr so zielführend. Wir brauchen mehr Hinweise. Wenn ihr Hinweise habt, wo wir diesen Kain in der Südnekropole finden, dann gebt ihr uns. Richtig. Wir kommen nämlich wieder, wir geben noch nicht auf. Und jetzt nehmen wir euch mal wieder mit zum Auto. Jetzt geht's nach Hause. Wie viel Uhr haben wir denn, Alex? Ich habe keine Ahnung. Warte mal. Viertel vier. Oh, Bocke. Also, wir haben viertel vier. Jetzt ist Schluss. Jetzt geht's heim. Wir haben ja noch ein bisschen Weg vor uns, ne? Genau. Halt, auf geht's. Los geht's. Ja, hallo, wir sind zurück im Auto endlich. Wir haben es geschafft, den Rückweg. Wie fandst du es, Tobi? Ich fand es richtig gut, nur eben schade, dass wir keinen bisher unentdeckten Kain mehr gefunden haben, keinen neuen. Das hätten wir wirklich gerne. Wir werden uns da auf jeden Fall mal nochmal umhören im Internet und gucken, ob wir da an nähere Infos rankommen und dann die Location einfach nochmal besuchen. Richtig. Bei besserem Wetter auch dann wahrscheinlich, ne? Ja, das war das Problem. Es hat während unserer Tour 2-3 cm geschneit. Es ist stockdunkel, mitten in der Nacht. Das ist eine Hügellandschaft, sind ja überall Monumente. Alles Wildwuchs, Landschaftsschutzgebiet. Wir waren einfach an den Grenzen des Menschenmöglichen. Also wir haben alles abgesucht und wir haben einfach keinen neuen Eingang gefunden. Und wir wissen, es gibt welchen. Und die werden wir auch irgendwann suchen. Wir holen uns die Infos und dann geht's auf jeden Fall wieder hierher. Genau. Wenn euch unser Trip trotzdem gefallen hat, lasst uns bitte einen Daumen da und abonniert kräftig. Und dann würde ich sagen, geht's jetzt nach Hause, weil wir sind beide geschafft. Pitch nass bis auf die Knochen. Ja, wir haben viertel fünf. Ja. Wir danken fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann zum nächsten Abenteuer. Bis dann. Tschüss. Ciao.